Hallo, ihr Quirlinge. Schick saß mit der Trinkiel und seine Gefährten sind in der Dunkelhöhle. Das ist, wenn wir mal auf die richtige Weltkarte schauen, ist das, hier, der zweitunterste Bereich in den Altmauerruinen rund um Bastard Wunder. Und dahin hat sich Vater Name zurückgezogen und hat es irgendwie geschafft, hinter sich so eine Barriere aufzuspannen, die ziemlich undurchdringlich ist. Aber wir haben Mittel und Wege, das jetzt kaputt zu machen, oder? Hier. Untersuche die Barriere. Na, das haben wir schon mal gemacht, richtig. Also das ist, geht halt nicht, dass man da durch kann. Und hier den Talisman von Vater Name einsetzen. Setze den Talisman ein, um die Feuerbarriere zu entfernen. Bum, bum. Ah ja. Finde Vater Name. Ah ja, machen wir mal. Oh, ist... Ach, hier war auch was. Was machst denn du? Ach, du machst die Tür auf. Oh, das ist logisch. War sie da schon? Oh. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ui. Der Schrank sagt nichts. Ich bin ein bisschen überrascht, was ich hier vorfinde. Das hatte ich nicht erwartet. Ach, die gewinnt Blut für Wedelstabs Zauberei. Als du die Kammer betrittst, wird dir vom Gestank nach Blut und Fäkalien übel. Vater Name stolziert mit begeisterten Augen in dem blutverkrusteten Raum herum und gibt energetische Befehle. Nein, nein, nein! Schneid diesen Bastard nicht dauernd an derselben Stelle. Dadurch verknoten die Narben und werden hart und wir verlieren eine Ausblutungsstelle. Halt ihm den Eimer an die Rippen und schneide horizontal. Sie wendet sich dir mit kurzzeitiger Ungläubigkeit zu. Scheiße! Und heute war bis jetzt so ein guter Tag. Sie bewegt ihre Hände schnell auf die Waffen, die an ihrem Gürtel baumeln. Mhm. Willst du vielleicht mal erklären, was hier vor sich geht? Du hättest das ja gar nicht sehen sollen. Wir sammeln Spenden von diesen großzügigen Tiermenschen. Wedelstab braucht Tiermenschenblut. Und zwar viel davon. Meinst du etwa, das verunreinigte Wasser würde sich von selbst reinigen? Er sagte, dass wir ohne das Blut sterben würden. Und ich beabsichtige, es ihm zu liefern. Sie wischt sich ihre schmutzigen Hände mit einem schmuddeligen Lappen ab. Mhm. Spenden? Die hier sehen wir nicht wie Freiwillige aus. Ja, vielleicht war es nicht mehr genug, sich ausschließlich auf die Mildtätigkeit von Biestern zu verlassen. Mhm. Was hat sich geändert, wenn es in der Vergangenheit mit Blutspenden von Tiermenschen funktioniert hat? Riffkralle heilte ihre Leute, nachdem sie etwas gespendet hatten, sodass sie mehr auf einmal geben konnten. Das war so ziemlich alles, wozu sie gut war. Nachdem sie gegangen war, konnten unsere Tiermenschen nicht mehr so viel spenden, ohne zu schwach für die Jagd zu werden. Uns gingen langsam die Reserven aus und Wedelstab brauchte mehr. Und da kam ich ins Spiel. Mhm. Eure Lösung war, eine Blutfarm einzurichten. Gab es denn keine andere Möglichkeit? Du bist ein Schicksalsbinder. Ich weiß, dass du Schlimmeres gesehen und toleriert hast. Wir töten keine der Kreaturen und nehmen nur genügend Blut ab, um den Fortbestand der Siedlung zu sichern. Ich finde, das könnte man schon freiwillige Zurückhaltung nennen. Deine Arbeit scheint dir Spaß zu machen. Ohne mich würde es dieser Siedlung schlecht ergehen. Ist doch keine Schande, auf die eigene Pflicht ein bisschen stolz zu sein. Sie kneift die Augen zusammen und fordert dich heraus, etwas Gegenteiliges zu behaupten. Solange die guten Leute hier unten ihr Wasser bekommen, müssen sie nicht wissen, was ich hier tue, um ihre Bäuche zu füllen. Na doch, das sieht Riegel ganz anders. Erkläre mir, warum ich das hier gestatten sollte. Jemand wird leiden müssen. Das können wir nicht vermeiden. Stellt sich nur die Frage, ob es Männer und Frauen oder Biester sind. Muss ja nicht jeder mit dem Schiff untergehen. Ich habe das Schiff nicht gebaut und freiwillig an Bord gegangen bin ich verdammt nochmal auch nicht. Jetzt aber bin ich hier und sorge dafür, dass es nicht untergeht, was die meisten nicht von sich behaupten können. Mhm. Tja, wenn Drigil nicht mit den Tiermenschen verbündet wäre, würde er das vielleicht ihr durchgelassen, aber als Verbündeter der Steinpirscher kann er das jetzt nicht bringen. Er will ja, dass die
Er ist nur mit den Steinpirschern verbündet, aber er will ja möglichst viele Tiermenschen der Stufen an sich binden. Und hier sieht er die Möglichkeit, zumal er ja mit Riff gerade auch noch verhandeln soll, hier seine Tiermenschentruppen zu vergrößern. Insofern. Ich möchte dich nicht töten. Das ist eine ehemalige Blutkantorin. Aber wir versuchen es mal. Also nur weil sie ehemalige Blutkantorin ist oder Blutwüterin, wie auch immer die heißt. Nur deswegen ist Ringgericht hier noch friedlich. Ich möchte dich nicht töten, aber ich kann nicht zulassen, dass diese Grausamkeiten fortgesetzt werden. Triff deine Wahl, Schicksalsbinder. Wir haben unsere bereits getroffen. Sie lässt ihre Hände auf ihrem Gürtel ruhen. Nur eine Winzigkeit von ihren Waffen entfernt, ja. Schluss damit. Dein Leben ist verwirkt. Jungs, ganz wie zu alten Zeiten. Wer den Schicksalsbinder tötet, bekommt eine Woche lang meine Wasserrationen. Vater Name zieht eine Klinge aus ihrem Gürtel und stürzt wildschreiend auf dich zu. Wildschreiend, so. Landry steht vorn, läuft gut. Jo. Barek, du gehst mal dahin, ihr beiden geht mal dahin, Sirin geht zurück. Ja, Dringil, das ist genau die richtige Richtung. Das machst du super, machst du das. Gib dir ja gleich mal einen Stoß. So, haben wir wenigstens irgendwas gemacht. Dahin mit dir. Bumm, Landry, das machst du super da, wo du gerade bist. Ganz toll. Schwäch mal die beiden da. Hoffentlich kriegen wir das irgendwie hin, ohne laden zu müssen. Sag mal, Sirin, wo hast du Schaden herbekommen? Das möchte ich jetzt gerne mal von dir wissen. Ach, ein Hordenmitglied trifft Sirin. Wie denn? Wie hast du das geschafft? Das ist doch alles Quatsch. Das ist unmöglich. Aber gut. Da, Attacke. Barik, mach bitte mal den da. Die sollen dich angreifen, niemand anderen. Sirin macht Schaden, ja, immerhin. Steinstachel hinterher. Bum, bum, so. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal Barik und Drinki gemeinsam was machen zu lassen. Was haben wir denn hier? Kiff des Klingengrabs, einmal pro Rast. Was haben wir hier noch? Der Schicksalsbinder verspottet ein Ziel. Ein Ziel. Alle Feinde in der Nähe werden verspottet und gehen alle auf Barrik, oder wie? Ordenmitglied. Oh, nimm mal das da. Der soll nicht auf Dingensbummens einhauen. Ja, jetzt sind sie alle bei Barrik. Das ist schon mal gut. Dann gehst du mal dahin. Dringil geht mal zurück. Du zauberst mal ein bisschen Feuer dahin. So, Sirin. Arie der Pein. Attacke. So, Dringil. Blutungsschnör, wobei der läuft ja weg. Mach mal den. Was entdeckt, scheißegal. Barik blutet, aber das hält ja aus. Dann machen wir. Jetzt müssen wir diesen Feuerschussangriff haben. Habe ich aber nicht. Der Dopp angreifen. Barik heilt sich. Sonnenspeer. Einmal da quer durch. Siri, bist du fertig? Kannst du wieder was machen? Da, der ist vielleicht dann tot, wenn du dem das da hinzauberst und du zauberst dem mal das dahin. Ah, einer ist weg.
Landry steigt auf. Macht den, dann ist der wahrscheinlich auch weg. Sirin könnte Barek heilen zwischendurch mal. Dringi macht den Eiszapfen. Ja, ist auch okay. Dann machst du mal den. So. Ja. So. Jetzt sind welche panisch geworden. Das ist aber auch nicht so schlimm. Stein. Hieb. Du kannst gerade nicht. Du machst dann den. Und du machst den Feuerball. Ja, gleich weg. Das sind wieder welche, die sind einfach. So, zweimal Strom sollte eigentlich ausreichen. Dann kannst du schon was anderes machen. Du kannst dann mal dahin laufen. Oder Kampfbindung lösen. Ach, komm. Schwächen, hier. So, der ist weg. Also dann, du schwächst... Hallo? Na, du schwächst halt diese beiden da. Und wir haben da den Elektroangriff und da haben wir ihn auch. Kriegt nur wenig. Mach du den. Hier schießt mal. Oh, der hat wehgetan. Und alle auf den letzten. Oder auf die letzte. Ah, Vatername ist schon platt. So. Level up. Landry, du bekommst einen Punkt in Verstand. Und hier im Bewahrungsbaum habe ich, glaube ich, nichts mehr, was mir so gut gefällt, weil das hier Lebenskraft finde ich so toll. Weiser, da haben wir dir schon einen Punkt gegeben, damit du irgendwelche Altmauerkritzeleien entziffern kannst. Da hätten wir also Synergieeffekte, dich da weiter auszubilden. Verbessert den Wissensskill oder Urteil des Wächters auf Mächtiger. Ich gebe dir mal Arcanes Urteil. So, speichern. Jawohl. Gut. Dann plündern. Wir finden Schlüsselschein von Vater Name und von einem Altbauer der Bastardwunde. Jawohl. Und hier. Hordearm steht gut, das ist nicht so wichtig. Hol den Schlüsselstein, verwende den östlichen Teleporter. Langsam. Erstmal Geheimversteck-Alarm. Ich habe was gefunden in der Dunkelhöhle da oben. Da findet sich was, nämlich... Oh, ein Stufenvolk-Jagdbogen exquisiter Art. Aber ich würde mal behaupten, das ist nichts, was Dringi noch irgendwie besser findet als den Bogen, den er hat. Wobei, er ist teurer. Macht ein bisschen weniger Schaden. Ist... Von der Reichweite her aber hat eine größere Reichweite. Ist auch ein bisschen langsamer. Rüstungsverstärkung 7. Ah, der ist doch besser. Dringi büßt zwar Genauigkeit ein, aber die Rüstungsverstärkung ist halt dann durch doch auch irgendwie besser. Also nimm den mal. So. Okay. Dann. Die Wundvolktiermenschen sind alle gefesselt und außerstande, sich zu bewegen. Entferne die Fesseln der Wundvolktiermenschen. So. Und kehre zu Eisli zurück. Aber erst nachdem ich hier noch was geplündert habe, was ist das hier? Chaco des Pirschers. Das ist ein... meine Rüstung. Aha. Und ein bronzer Dolch, den kennen wir. Der kann also da rein. Und das hier muss ich dringend näher anschauen. Ach, das ist eine Mütze, eine Helmkappe, eine Lederkappe. Chaco des Pirschers.
Der Aberglaube des Stufenvolks ist legendär. Weit verbreitet ist beispielsweise der Glaube, dass ein Jäger seine Anwesenheit vor seiner Beute verbergen kann, indem er sein Gesicht in die Haut eines Raubtiers hüllt. Ob nun, weil der Geruch des Jägers verdeckt wird, weil sein Atem weniger laut zu hören ist oder weil irgendein mystischer Vorgang am Werk ist. Es scheint etwas Wahres an diesem Glauben zu sein. So. Verleiht Unsichtbarkeit, wenn die Gesundheit unter 25% fällt. Das ist gar nicht schlecht für Dringil. Plus 10 List, naja. Aber Dringil hat ja ein Artefakt auf dem Kopf, nämlich den Geisterbannhelm. Sirin, ach, du hast ja diesen, ja, genau. Kapuze des Weißen. Ich glaube, das kriegt Landry. Landry. Zack. Und das geht da weg. Rüstung dahin. Landry Helm anzeigen. Was? Ach ne, Helm auswählen. Ach so. Ach, jetzt ist es an. Ach so. Ja, lass das mal so. Es passt. Gut. Questmäßig müssen wir jetzt Eisdiebe richten, aber ich glaube, wir haben anderes zu tun. Den östlichen Teleporter benutzen. Damit ist der östliche Teleporter in, also oben gemeint, in der Bastardwunde, richtig? Das hier ist der südliche Teleporter. Der östliche Teleporter wäre vermutlich der da. Den können wir jetzt mit Vater Namensstein aufmachen. Vorher müssen wir aber theoretisch mit Eisli sprechen. Ja. Und eigentlich auch mit Wedelstab. Vater Name ist immerhin platt. Nee. Gut, dann zu Eisli. Dahin. Es ist mir gelungen, Vater Name zu verfolgen. Was hast du in Erfahrung gebracht? Eisdi stellt ihr müßiges Polieren von Feuerstein ein und schaut dich mit uneingeschränkter Aufmerksamkeit an. Wir sind immer gnadenlos ehrlich. Sie unterhält eine Art von Tiermenschengefängnis. Dort zapft sie ihren gefangenen Opfern Blut ab. Wie? Also sowas wie eine Blutfarm? Ohne Wedelstab-Segen hätte sie das nicht tun können. Eisdi starrt dich mit offenem Mund an. Es ist vorbei. Vater Name ist tot und die gefangenen Tiermenschen wurden freigelassen. Danke, Schicksalsbinder. Ich kann nicht glauben, dass einer der unseren so etwas tun würde. Auch wenn Vater Name schon sehr verkommen war. Und wenn ich mir überlege, dass ich dir das fast nicht gesagt hätte. Von dem Lauf der Dinge sichtlich erleichtert lächelt sie. Ich habe dir schon genügend Schwierigkeiten bereitet. Nochmal danke. Kehre zu Eisli zurück. Ja, damit ist auch die mitternächtliche Wanderung abgeschlossen. Ja. Ich frage mich gerade, ob diese Wettgeschichte mit der anderen Quest hier zusammenhängt, denn wie hat es Eisli denn, Vater Name eigentlich geschafft, die Tiermenschen ja, da unten gefangen zu halten und dass jemand nach ihnen gesucht hat? Das geht ja noch dann, wenn alle glauben, sie wären tot. Mel? Hier. Ich weiß von dem Glücksspielring, den du betreibst. Wie ich sehe, entgeht dir gar nichts, Schicksalsbinder. Ich würde mein Mitwirken eher Beihilfe als Betreiben nennen, aber der Unterschied könnte in Kyros Augen irrelevant sein. Er räuspert sich. Glücksspiel ist eher eine öffentliche Dienstleistung. Wir haben hier kaum etwas, mit dem wir uns die Zeit vertreiben können. Er glättet die Feder einer Schreibfeder und beobachtet dich erwartungsvoll. Wie hast du es zum Buchmacher geschafft? Ich habe was mit einigen Wundvolkbetreuern getrunken. Die Leute, die Jagdtrupps vorbereiten und sich nach ihrer Rückkehr um die Bedürfnisse und Verletzungen der Tiermenschen kümmern. Unser Gespräch nahm eine düstere Wendung hinsichtlich der Frage, welche Tiermenschen überleben und welche den Geistern zum Opfer fallen würden. Müßiges Geschwätz ging dann schnell in Wetten über. Bevor es mir recht bewusst wurde, drückten mir alle Ringe in die Hände. Ich wollte Kyros Gesetze gar nicht umgehen, aber irgendwann hat fast jeder von uns mal auf was gewettet.
Ringe sind hier nicht annähernd so viel wert wie an der Oberfläche. Mit ihnen zu wetten ist kaum mehr, als dafür polierte Steine herzunehmen. Rostrum Lenk scheint davon überzeugt zu sein, dass du jedermann um seine Ringe betrügst. Rostrum? Er hat eine ziemliche Pechsträhne, also könnte es sein Frust sein, der sich als Misstrauen manifestiert. Mit den Falten gelegter Stirn hält er zum Nachdenken inne. Telesophia schätzt das Wundvolk ein und ich rechne diese Eindrücke in die Gewinnchancen hinein. Ein Großteil ihrer Einschätzung basiert auf gesundem Menschenverstand. Größere Tierfrauen sind letztendlich tatsächlich stärker und robuster als kleinere Jäger. Du kannst sie gerne darüber befragen, wenn du möchtest. Und weil Drinki Gesetzesbrecher ist, sagt er jetzt: Ich hatte schon mit weitaus besseren Lügnern als dir zu tun. Sag mir, was ich wissen muss, sonst schneide ich es dir aus dem Leib. Warte! Dazu besteht kein Grund. Ich gebe zu, dass ich mich ein bisschen ausweichend verhalten habe, aber jedes meiner Worte ist wahr. Trotzdem, es soll niemand sagen, dass ich Informationen vor einem Schicksalsbinder zurückgehalten habe. Der Weise reißt seine Augen ängstlich auf. Du hast recht. Jemand bringt hier Menschen um. Und zwar Tonves. Ach, wegen der heute. Du solltest wissen, dass es nicht meine Idee war, von wegen Tiermenschen töten und so. Er hält sich die Stirn. Eines Nachts sah ich ihn spät aus den Altmauern zurückkehren, mit Blut auf seinem Kittel und seinen Waffen. Er achtete darauf, die Tiermenschenbetreuer zu meiden, aber er merkte nicht, dass ich ihn beobachtete. Am nächsten Tag erhielten wir die Nachricht, dass eine der Jägerinnen den Geistern zum Opfer gefallen war. Als ich wenig später Tonves sah, der eine frische Haut gerbte, wurde mir alles völlig klar. Ich habe ihn damit konfrontiert und er schlug mir vor, dass ich aus meinem Vorteil Profit schlagen konnte. Er trotzte sogar den Gewinnchancen, damit ich einen größeren Teil meiner Ringe behalten konnte. Ich stimmte mehr aus Angst als aus anderen Gründen zu. Tonves ist schließlich ein geschickter Jäger. Wenn er Tiermenschen töten konnte, hätte er mich mit Leichtigkeit zum Schweigen bringen können. Ich kenne seine jüngsten Pläne. Mel holt Schreibfeder und Pergament hervor und zeichnet herzlich eine Karte von einem bestimmten Ort in den Tiefen der Altmauern. Da, dorthin lockt Tonves seine Opfer. Und dort hat er zweifelsohne vor kurzem noch einen Tiermenschen getötet. Wenn du dorthin gehst und ein paar Leichen untersuchst, wirst du bestimmt Beweise für seine Beteiligung finden. Du solltest dich aber beeilen, bevor die anderen Tiermenschen die Leichen finden und alle Beweise in ihrem Reinigungsritual beseitigen. Was meinst du mit Reinigungsritual? Oh, das weißt du gar nicht. Tiermenschen haben einen eigentümlichen Bestattungsritus für ihre Gefallenen. Mel, der seine Abneigung nicht verbergen kann, zieht eine Grimasse. Sie essen die Toten. Viele Stämme betrachten das als einen Weg, ihre Rudelgeschwister in ihrer Nähe zu behalten. Anscheinend im wahrsten Sinne des Wortes. Die Tiermenschen glauben wohl auch, dass durch den Verzehr ein Teil der Stärke des Toten auf einen selbst übergeht. Wenn die Wundvolkjäger tote Mitstreiter entdecken, führen sie auf jeden Fall das Ritual aus. Du solltest dich besser beeilen. Nun gut, ich werde mal schauen, was ich dort finde. Mels Schlüsselstein, aha. Nimm diesen Schlüsselstein, damit bekommst du Zugang zum südlichsten Portal in dieser Siedlung. Von dort aus wirst du den Ort finden, zu dem Tonves seine Opfer lockt. Mel löst einen Beutel vom Gürtel und übergibt ihn dir. Kopfschüttelnd wendet er sich mit einem schweren Seufzer ab. Das sind mir ja Früchtchen hier in dieser Siedlung. Ja, die Tiermenschen beschützen uns vor Geistern, aber wir häuten sie und wir lassen sie ausbluten und das ist ja mal eine... Also Dankbarkeit sieht aber anders aus. Ist unfassbar. So, wir nutzen den von Mel. Dann gucken mal, wohin uns das führen wird. Und es führt uns in die Bruchtiefen. Das ist dann... Ach, das ist nicht ganz so wie die Dunkelhöhle. Ah ja, verstehe. Halt, da muss ich weg. Jo. Oh. Geheimversteck-Alarm. Drinki hat was entdeckt in den Bruchtiefen gleich am Eingang. Da haben wir einen Fisch. Danke dir, das war sehr... Sehr, sehr, sehr zuvorkommend. So, was haben wir hier? Oh, toter Tiermensch.
Irgendwie ahne ich, dass wir jetzt wieder kämpfen müssen, weil Tonvest genau jetzt oder irgendwer genau jetzt da reinkommt. Mal gucken. Ich buff euch mal durch, sicherheitshalber. Wer weiß, wofür es gut ist. Wenn wir es nicht brauchen, ist auch nicht schlimm. Denn der Cooldown der Küche ist ja geringer als die Wirkungsdauer. Le Baric kann sich auch noch ein bisschen trübisieren und alle anderen gehen schon mal hinein. Oh je, oh je, oh je. Das war gut. Oh, eine Mieze. Phantomschatten. Was ist denn das für ein Ding? Eine Katze, oder? Ist ein Tier. Natürlich. Die meisten Katzen schlafen tagsüber und jagen nachts, doch dieser kleine schwarze Kater tut weder das eine noch das andere. Er nimmt zwar Nahrung an, die man ihm vorsetzt, doch meist starrt er nur mit leerem Blick geradeaus. Seine Stimme wache nur von einem gelegentlichen Gähnen unterbrochen. Wenn Phantomschatten zusammengerollt neben dir liegt, fühlst du dich besonders wachsam gegenüber den Gefahren von Terratus. Okay. Man wird nicht mehr niedergeworfen. Das ist eigentlich schön. Also Phantomschatten ist auf jeden Fall eine Wucht. Und der andere Kram ist nur Zeug, also nur Rohstoffe. Was haben wir da? Einen eisernen Wurfspeer. Ja, ich glaube, das ist für niemanden interessant. Barry, komm rein. Bringi, was ist hier los? Dieser Wundvolk-Tiermensch scheint erst vor kurzem gestorben zu sein. Die Leiche eines Wundvolk-Tiermenschen liegt zu deinen Füßen. Der Leichnam ist zwar kalt, doch es ist noch keine Verwesung eingetreten. Der Tiermensch ist offenbar erst vor kurzem gestorben. Die Verletzungen der Leiche untersuchen. Gebrochene Knochen verzerren die mit schweren Blutergüssen überzogene Haut des Tiermenschen. Die Verletzungen scheinen von einem großen, stumpfen Gegenstand zu stammen. Aber er hat noch seine Haut, offensichtlich. Jo. Fragment einer eisengebundenen Rüstung. Was? Ein kleines, blutverschmiertes Stück einer eisengebundenen Rüstung. Offenbar wurde es durch die Krallen eines Tiermenschen abgerissen. Ah, das ist dann unser Beweisstück. Bum, bum. Stell Tonvest zur Rede. Ja, mache ich dann gleich. Mit großer Freude werde ich das tun. Hier gibt es noch andere Gemächer auf der Ebene, aber da kommen wir so ohne weiteres nicht hin. Naja, es ist halt so. Dann gehen wir hoch. Und direkt zu Tonfes. So, es kann sein, dass er sich auch wieder wehrt. Deswegen bufft euch nochmal unauffällig. Eik, mach hin. Der Gerber steckt einen kleinen Tierpelz in eine der vielen Taschen seiner Schürze, ehe er sich zu dir umdreht. Gibt es ein Problem? Brauchst du etwas? Auf eine Lücke in seiner Rüstung deuten. Du blutest. Dort, wo deine Armschienen beschädigt wurden. Ach ja? Tonvis hebt seinen linken Arm und blickt auf das beschädigte Metall. Er stopft die Lücke eilig mit einem Lumpen. Seltsam. Ich muss wohl abgelenkt gewesen sein. Habe mir den Arm vermutlich bei der Arbeit an einem Stachelhammer gestoßen. Wieder was zu reparieren. Er schüttelt den Kopf. Das fehlende Rüstungsstück in die Luft halten. Erkennst du das? Gestehe. Verdammt. Tonvis schnappt sich das fehlende Stück seiner Armschiene und wirft es zu Boden. Ich musste es für Jaspers tun. Klarer kann ich es nicht ausdrücken. Ich respektiere unser Wundvolk. Sie sind gute Krieger und Nachbarn. Es hat mich geschmerzt, ihnen etwas anzutun. Warum zwingt Jaspers dich, Tiermenschen zu töten? Er braucht Tiermenschenknochen für seine Siebe. Sonst würden wir uns alle durch das Wasser mit der Trockenfäule infizieren. Als Riffkralle noch hier war, hat das Wundvolk Zähne und Krallen gespendet und sie hat sie durch ihre Magie nachwachsen lassen. Dadurch und durch die Tiermenschen, die manchmal bei der Jagd ums Leben kamen, hatten wir genügend Knochen, um die Siebe den ganzen Tag in Betrieb zu halten. Aber nachdem Riffkralle fort ist, können unsere Jäger nicht mehr spenden. Jaspers hat mir gesagt, dass ich einen Weg finden müsste, Tiermenschenknochen zu sammeln. Sonst würden wir alle sterben. Ich hatte keine Wahl.
Also hast du entschieden, dass die Lösung darin besteht, Tiermenschen zu ermorden. Was hättest du denn getan? Jasmus hat klargestellt, was wir brauchen. Wenn wir das Wasser nicht reinigen, sterben wir alle oder sind gezwungen, an die Oberfläche zu gehen. Die Wahrheit ist, dass die Wunde nur wegen meiner Zutaten überhaupt noch besteht. Die Tiermenschen fressen ihre Gefallenen auf und lassen die Haut und die Knochen zurück. Ich musste lediglich einen verwundeten Tiermenschen auf der Jagd von den anderen trennen und töten und dann die anderen die Beweise verschlingen lassen. Von allen beschissenen Wegen hielt ich diesen noch für den besten. Warum hast du Mel in die Sache hineingezogen? Warum ich das getan habe? Dieser beschissene Bücherwurm wollte Gewinn aus der Sache schlagen. Er spuckt auf den Boden. Mel hat mich zu später Stunde mit Häuten und Knochen zurückkehren sehen. Er hatte mich durchschaut, bevor ich mir eine Ausrede einfallen lassen konnte. Und hat mich gezwungen, ihm vor dem Mord Bescheid zu geben für seine Buchmacherei. Das Schwein hat mich gezwungen, die größeren und gesünderen Tiermenschen zu töten. Und wozu? Nur damit er die Quoten manipulieren und mehr Ringe einstecken konnte. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich nicht die getötet, die er mir genannt hat, hätte er mich verraten. Mel hat die Glücksspieler also tatsächlich betrogen. Ich weiß nicht, was er diesen Trotteln gesagt hat. Ich sage nur eines. Macht er auf dich den Eindruck eines ehrlichen Kerls? Ich würde ihm nicht vertrauen. Glaubst du wirklich, dass das der richtige Weg ist, die Bastardwunde am Laufen zu halten? Ich hätte es nicht getan, wenn ich es nicht glauben würde. Fakten sind Fakten. Wedelstab und Jaspers können die Nachfrage ohnehin schon nicht befriedigen. Stell dir vor, wie viel schlimmer es wäre, wenn Jaspers überhaupt kein sauberes Wasser mehr bereitstellen könnte. Wenn du mich daran hinderst, zu tun, was getan werden muss, wird die Wunde sterben. Mel ist es, der hier rücksichtslos ist. Ihn interessieren nur die Ringe. Wenn du ihn mir vom Hals schaffen kannst, kann ich wieder alte oder schwache Tiermenschen vom Bundvolk töten. Die Starken brauchen wir, damit sie uns vor den Geistern beschützen. Es hing, als hätte Mel nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich muss mit ihm sprechen, bevor ich in dieser Angelegenheit entscheide. Wirklich? Ich dachte, du würdest mir einfach den Kopf abreißen und das dabei belassen. Seine Lippen formen sich zu einem leichten Lächeln. Plötzlich weiten Tonves Augen sich erschrocken und er tritt instinktiv einen Schritt zurück. Nein, 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 nein! Mel ist gerissen. Er erpresst mich mit den Worten, seit er davon erfahren hat. Er hat gedroht, es allen zu verraten. Die halbe Wunde wird die Waffen gegen mich erheben. Tonves bewegt sich schnell durch die Esse und sammelt dabei Werkzeug und Waffen von den Regalen und Tischen. Ich laufe nicht davon, aber ich stelle mich auch nicht freiwillig einem wütenden Mob. Ich gehe in die Altmauern und warte auf Neuigkeiten von dir. Wenn du mit Mel gesprochen hast, komm zu mir. Du weißt ja schon, wo du mich findest. Tonves lässt einen abgewetzten Hammer in eine Gürtelschlaufe gleiten und eilt aus der Esse. Also, ich habe den Eindruck allmählich, ich nehme einen großen Sack, stecke alle hier rein, schnür den Sack zu, hau drauf mit einem Stachelhammer und du triffst immer den richtigen. Was mich wundert, ist, dass jemand, der rechnen kann wie Mel, sich nicht mal hinsetzt und überlegt, okay, was ist unser Verbrauch an Tiermenschenknochen? Was ist die Reproduktionsrate von Tiermenschen? Okay, wann sind die Tiermenschen alle? Was ist zwischendurch mit den Geistern? Es ist unglaublich. So, du Früchtchen. Schicksalsbinder, du bist zurückgekehrt. Ja, das bin ich und das wird dir nicht gefallen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe mit Tonves gesprochen. Er hat mir klargemacht, dass du ihn dazu gezwungen hast, die stärksten Tiermenschen auszuwählen und das alles aus Profitgier. Hat er das wirklich gesagt? Du musst nicht mehr so stechend schauen. Mir ist bewusst, dass eine Erklärung angesagt ist. Mel seufzt. Tonves kannte meine wahre Motivation niemals, die entschieden nicht auf Ringen basierte. Als ich ihn wegen der Getöteten konfrontierte, erkannte ich die Chance, seine Verbrechen in etwas zu verwandeln, das uns allen helfen würde. Er beugt sich nach vorne und senkt die Stimme. Das Wohlergehen der Wunde ist auch mein Wohlergehen und ich habe gesehen, was andere nur zu gerne ignoriert haben. Nicht alle Tiermenschen mögen unsere momentane Abmachung. Als Riff gerade noch bei uns war, unterdrückte sie den Unmut unter den Tiermenschen. Dieser Ort mag zwar wie ein wundersames Experiment mit unseren Rassen wirken, aber sein Erfolg ruht auf einem wackeligen Fundament. Seit sie weggegangen ist, haben noch mehr von den dominanteren Tiermenschen Bedenken geäußert. Sogar, dass sie aufbrechen und uns Menschen uns selbst überlassen sollten. Das natürlich würde eine einzige Katastrophe bedeuten. Ich sagte Tonves, dass sein Geheimnis bei mir gut aufgehoben wäre, solange ich entscheiden konnte, welche Tiermenschen er tötet. Kaum überraschend war das lauteste Wundvolk oft das zäheste. Aber das war reiner Zufall. Diese Tötungen sicherten den Fortbestand dieser Siedlung.
Ich hatte kein Vergnügen dabei. Dass ich mir dabei ein paar Regeln verdient habe, war völlig nebensächlich. Adedik 56, du und Tonbes seid in höchst illegale Aktivitäten verstrickt gewesen. Einschließlich der Dienstzeitverschwendung eines Schicksalsbinders. Als Entschädigung erwarte ich eine angemessene Zahlung. Das ist wieder Bestechung. Tonbes Handlungen sind zwar bedauernswert, aber für die Sicherung der Wasserversorgung notwendig. Deine hingegen haben Schaden verursacht, oder? Du und Tonbes helft der Wunde beide. Wenn die Tiermenschen ihre Pflichten aufgeben, wird die Siedlung fallen. Ihr dürft beide fortfahren, aber lasst beide dabei Vorsicht walten, oder? Ungeachtet deiner Absichten wird dieses Ränkeschmieden sofort aufhören. Tonbes Worte sind falsch und müssen ein Ende finden, oder? In den Augen des Gerichts ist deine Erklärung nicht zufriedenstellend. Das Gesetz ist eindeutig. Du wirst unter Androhung der Todesstrafe mit dem Glücksspiel aufhören. Also Drinki wollte ja ganz gern Bastardwunde als Verbündeten gewinnen. Aber wenn er das hier so sieht, was er jetzt hier in den letzten ein, zwei Episoden gesehen hat, dann ist die Bastardwunde überhaupt keine Fraktion, die irgendetwas beisteuern kann. Also gibt es für Drinki, der jetzt wie ein Politiker denkt, nur zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft hier stabile Verhältnisse, und dann kann die Bastardwunde auch ein stabiler und starker Verbündeter sein bzw. werden. Oder es wird hier weiter nach der Art und Weise gewirtschaftet, wie sie das hier gerade tun. Dann ist die Bastardwunde aber auch nichts, was Drinki als Verbündeten in irgendeiner Weise interessieren wird. Und deswegen ist es für ihn besser zu versuchen, das hier auf stabilere Beine zu stellen. Tja. Ungeachtet deiner Absichten wird dieses Ränkespiel sofort aufhören. Das Glücksspiel ist Drinki völlig egal. Deswegen Option 4. Ungeachtet deiner Absichten wird dieses Ränkespiel sofort aufhören. Tonves Motto sind falsch und müssen ein Ende finden. Mel presst seine Lippen fest aufeinander. Ein verhaltener Ausdruck der Bestürzung. Ja, natürlich hast du recht. Mord ist ein Verbrechen, aber welche Stabilität wurde nicht auf einem widerwärtigen Fundament errichtet? Er hebt seine Arme in einer beschwichtigenden Geste. Also man muss ihm ja zugutehalten, dass er es ja, glaube ich, war, der uns gebeten hat, Riffkralle zurückzuholen. Also, wenn Riffkralle wieder da wäre, dann wäre ja das Problem, dass er ja mit Morden zu lösen oder im Zaum zu halten versucht, ja dann auch irgendwie weg. Aber du bist der Schicksalsbinder. Wenn Tonves mit seiner Arbeit aufhören muss, werden wir einfach einen anderen Weg finden müssen, um die momentane Abmachung für unsere Tiermenschenbrüder und Schwestern erträglich zu machen. Ach, guten Morgen! Sollte sonst nichts mehr sein, so würde ich mich jetzt gerne einigen Manifesten widmen, die meine Aufmerksamkeit bedürfen. So. Okay, triff dich mit Tonves, das machen wir auch noch. Tonves, Tonves, Tonves. Bist du alleine oder hast du Havok-Verstärkung? Nein, bist du alleine. Und da bist du ja. Ich nehme an, Mel hat nicht die ganze Wunde überzeugt, mich aufzuknüpfen. Tonves tritt nervös auf der Stelle und wendet seinen Blick von der toten Tierfrau ab. Wie genau lockst du die Tiermenschen hierher? Das Wundvolk vertraut mir. Ich jage und blute mit ihnen. Daher ist es eine Leichtigkeit, einen von ihnen zu bitten, mir zu folgen. Sein Blick huscht kurz hinab zur Leiche. Tonves Gesicht läuft tiefrot an. Jede Ausrede war gut genug. Ich musste mich einfach nur einem Tiermenschen nähern, der von seinem Jagdtrupp getrennt worden war und mich von den anderen nicht sehen lassen. Ich glaube, wir sind ja ganz hart. Ihn töten.
Du hast es gut gemeint, aber das ist keine Entschuldigung für Mord. Für dieses Verbrechen muss ich dich zum Tode verurteilen. Tu es, Schicksalsbinder. Wenn dies meine letzten Atemzüge sind, will ich sie in dem Glauben verbringen, dass es in Terratus zumindest einen Funken Gerechtigkeit gibt. Sein Gesicht ist eine stoische Maske der kalten Resignation. Er kniet sich über die tote Tierfrau und blickt dich flehentlich an. Du gehorchst, trittst vor und rammst ihm eine Klinge ins Herz. Er stürzt neben seinem letzten Opfer zu Boden. Langsam vermischt sich ihr Blut und hebt ihre Leichen ganz leicht über den kalten Boden der Altmauern. Bumm. Ruin des Spielers abgeschlossen. Mhm. Also das ist unglaublich, was hier los ist. Die war was dabei. Hat sich nicht mal gelohnt, ihn zu killen, wenn wir keinen Loot hier haben. Naja, egal. Das war natürlich nicht meine Motivation. Wir müssen ja auch immer uns so verhalten, dass wir dann sagen können, wenn Tunon von der ganzen Sache Wind bekommt, was wir hier getan und gelassen haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie das Gericht zu den Tiermenschen steht, aber tja. Immerhin hätten wir logische Argumente. Jetzt können wir noch vielleicht Rossstrom Lenk was erzählen. Ah ja, da bist du ja richtig. Ich habe mir die Sache mit Mel angesehen. Hast du? Und war mein Verdacht berechtigt? Ehrlich gesagt zweifle ich inzwischen ständig an mir selbst, in allen Dingen. Tonves hat auf Patrouille Wundvolk getötet. Ich habe dem ein Ende gesetzt. Wirklich? Unsere eigenen Leute zu töten, das würde ich von Nerats Stimmen erwarten, nicht von uns. Sein verkrüppelter Arm zuckt, während er spricht. Hätte ich meinen Schwertarm noch, würde ich mich selbst um Tonves kümmern. Wenn du dich darum kümmerst, umso besser. Vielen Dank, Schicksalsbinder. Okay, ich muss weg. Jo. Das war ja wohl alles. Jetzt haben wir ja ein paar Steine. Ein paar Schlüsselsteine und können. Also du redest garantiert immer noch nicht wieder mit uns. Nee, hast du nicht vor. Jetzt können wir noch versuchen, ob wir da jetzt mit den Steinen... Ach ja, stimmt. Wir haben ja irgendeine Quest, richtig. Und diese Quest stammt ja von Mel, richtig? Der will ja, dass wir... Genau, Mel will, dass Riffkralle wiederkommt. Das ist der einzige Grund, warum ich Mel jetzt, wenn das jetzt so weit gekommen wäre, wenn es die Situation ergeben hätte, nicht zum Tode verurteilt hätte. So wie Tonves. Weil er ja vorher, in einem Moment, wo er noch nicht wusste, dass wir ihm anderweitig auf der Schliche waren, uns gebeten hat, Riffkralle zu suchen und damit das Problem, das er mit diesen Morden zu lösen versucht, tatsächlich dann auch auf andere Weise gelöst hätte. Also wir haben diese Geschichte der Altmauern-Queste. Was ist das hier? Das ist, wir müssen weitere Fragmente von der Xemes-Zeug finden. Was ist das hier? Hitzige Worte. Ach, das ist hier, ja, die weitere Hauptqueste. Händerkreuzung. Das ist Lyras Queste, das hier ist die Hauptqueste. Und das ist die Beanspruchung, die Türbequeste. Okay, also wir haben nur diese Erkundung der Altmauern jetzt vor uns. Finde Lexeme, finde Riffkralle und finde die verstreuten Chroniken. Ja. So. Ich denke, wir gehen noch kurz an den Ort des Geschehens. Oh, Schlüsselstein verwenden, genau. No. Nur einen. Ah ja, jetzt. Ach klar, oh, ganz nach unten. Oh, der Abgrund. Was heißt das? Wie heißt es da? Wasser überflutet selbst die tiefsten Gänge in den Altmauern von Bastardwunde. Nur die mystischen Laternen der Altvorderen beleuchten diese Tiefen. Kaum ein Geräusch stört die Luft, abgesehen vom Stöhnen der Schlaflosen und dem Heulen der Geister. Nach dem, was hier steht, müsste das eigentlich unter Wasser stehen, aber offenbar ist das nicht der Fall. Schlupp. Ich habe gerade genau gesehen, wie diese Brücke eingezogen wurde. Herr, oh, wer ist denn da? Da ist ja jemand. Wer ist denn das? Ist das Schlaflose? Hordenmitglied. Ist ja das Centurio. Was seid ihr für welche? Puh.
Wir sind in dem Abgrund. Oh ja, hier werden wir wohl kämpfen müssen. Und wie der Kampf ausgeht, das sehen wir gemeinsam im nächsten Teil. Bis dahin.